Fußball in Heiligenkirchen. Wir starten mit 4 Fotos aus dem Jahre 1921. Hier sind wir beim Sportfest in Wöbbel 1925. Und jetzt nochmal der SV Alpen aus dem Schlink 1929, 1932, 1933, 1950, 1951. Die folgenden Bilder sind mit den Namen August Mahlmann und Bergmeier beschriftet. Eine gemütliche Runde Anfang der 50er Jahre in der Turnhalle mit dem damaligen Vorsitzenden in der Mitte, Heinz Pauk, und die Verabschiedung des 1. FC Kaiserslautern 53 am Hermannsdenkmal. Wir machen einen großen Sprung in das Jahr 2015. Im Rahmen der Benefizveranstaltung zur 1000-Jahr-Feier unseres Ortes war Bundesligist Arminia Bielefeld zu Gast. Hier die beiden Kontrahenten, der DSC Arminia Bielefeld und die SG Berlebeck-Hallingkirchen. Zuerst kämpften die beiden Frauenmannschaften der Vereine gegeneinander. Stadionsprecher Frank Schröder stellte die beiden Mannschaften vor. Hier wohl der gefährlichste Stürmer der Arminen, Fabian Kloß. Das Spiel ging los. Vor großer Kulisse leisteten die Hallingkirchener großen Widerstand gegen die anstürmenden Arminen. Dennoch gewann Arminia Bielefeld gegen die SG Berlebeck-Hallingkirchen mit 21:0. Für Organisation und Sicherheit sorgte der Heimat- und Verkehrsverein Heiligenkirchen. Hier noch ein Foto des Vorsitzenden des Sportvereins Michael Bethke, der leider im letzten Jahr viel zu früh verstarb. Wir trauern um ihn. Zufrieden und gut motiviert für die nächste Saison hieß es für die Arminen zurück nach Bielefeld. Ein Dank auch an die Medien, insbesondere an die LZ, die das Event im Vorfeld und im Nachhinein super begleitete.